herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Space Engineers mit dem Ice Dragon. Und dem Bio. Und willkommen, wir heißen euch hier willkommen zu unserer, ja, Baustellen, neuen Station hier, die der Ice Dragon hat. Unser Space Bausimulator, genau. Ich habe mich jetzt hier gerade reingespawnt und hier ist die Medical Base. Die soll da auch eigentlich stehen bleiben. Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind auf Deck 0, also dem Erdgeschoss, in Anführungsstrichen Erdgeschoss. Also der mittleren Etage später, es gibt noch eine 1 und eine minus 1. Okay. Das ist die mittlere dann. Das ist die. Hier, diese zwei Türen werden später in Richtung Hangar führen. Okay. Da gibt es dann eine Airlock, eine Schleuse. Extra für den Hangar. Der Hangar steht zwar unter Druck normalerweise, unter Luftdruck, und aber für den Fall, dass er mal nicht unter Druck steht, weil irgendwie jemand das Tor offen gelassen hat, wie auch immer, gibt es hier trotzdem noch eine Luftschleuse extra und kann nicht schaden. Okay. Die Station hat diesmal eine Glasfront auf der einen Seite. Und das ist auch dafür da, denn, dass man dann auch mal ein bisschen rausgucken kann. Hier kommen noch zwei oder drei Passagiersitze hin, Energie aufladen kann zum Beispiel. Kann man schön rausgucken ins All. Wahnsinn! Ja, es ist so eine kleine Lounge hier oben, hier soll gar nicht so viel rein eigentlich, ist, diese Ebene. Das ist doch gut so, ja. Das ist der Empfangsbereich, wenn du vom Hangar kommst, so nach dem Motto, dann bist du hier erstmal, hast du was zu hinsetzen, so nach dem Motto, ist eine Medbay. Der Begrüßungsbereich. So, gehen wir mal nach oben. Oben ist ja noch nicht viel, sag ich gleich, aber siehst, ich habe hier auch mal so einen Rahmen um die Treppen gesetzt. Die Treppen sind doch schon fertig gebaut, wie du siehst. Mhm. Also Treppen, Rampen, wie auch immer. Und dann ist die offiziellen Treppen, ja, hier oben ist, noch nichts. Das ist ja gar nichts. Das wird aber mal eine so Art Motto Brücke. Die hat aber die Glasfront auf der anderen Seite, beziehungsweise die hat die Glasfront links herum. Worum? Links herum. Außen komplett rum. Bis auf, okay, ein paar Streben, so nach dem Motto. Ansonsten hat sie eine komplette Glasfront. Vor dem Hals schon wieder. Ja. Geht einfach darum, dass eine Brücke, eine Kommandozentrale natürlich den Blick in alle Richtungen haben sollte. Und von daher, was dann auch so ist. Aber man sieht noch so eine kleine Struktur vom Klostein. Ja, aber sie ist breiter. Sie ist nicht mehr, hat nicht mehr auf allen Seiten 5 Blöcke. Sie hat jetzt auf der langen Seite, wo jetzt auch die Türen sind, 7 Blöcke und auf der kurzen Seite 5 Blöcke immer noch. Aha. Das ist ein bisschen in der Struktur. Okay, gut. So. Musste mal kurz mich ein bisschen räuspern, aber kurz das Mikrofon abgeschaltet gehabt. Ah, so. ja, so das kleine Schiff steht hier, wie ihr seht, immer noch rum. So, die Komponenten, die hier stehen, die bisher platziert wurden, die sollen auch alle so bleiben. Denn hier steht ein großer Frachtcontainer bereits. Da sind auch schon unsere ganzen Erze, also nicht Erze, sondern die ganzen verarbeiteten Erze drin. Die ganzen Barren sind alle da drin. Was? Da kommt man durch die kleine. Was ist hiermit? Was hat's hier mit? Das ist, wie gesagt, das ist ein Übergang einfach nur. Das werden zwei Scheiben an der Seite. Ah, ja, ja. Und oben wird zugemacht, oder was? Oben wird zugemacht, genau. Okay. Also das ist jetzt einfach nur so, das ist jetzt einfach nur. Das ist nur ein Durchgang, ja. So, dann haben wir natürlich hier unser. Das ist dann die Storage Area. Also das ist der komplette Lagerraum. Hier kommen 4 von diesen großen Frachtcontainern rein. Einer steht schon da. Du siehst, hier sind Löcher im Boden. Hier ist gerade eins. Ja, hier. Ja, ja. Denn das ganze Conveyor-System soll komplett auf die untere Ebene verlegt werden. So, dass man es nicht sieht, ja? Dass man es nicht so groß sieht, genau, nur ein bisschen. Okay. Aber ansonsten wird das komplett nach unten verlegt. Hier kommen 4 Container, natürlich sind hier auch 6 Löcher am Boden. Aber hier unten wird jetzt halt nicht groß irgendwas gemacht, ne? Das hier unten ist bloß dieses System unten, denn, oder wie? Das ist jetzt, naja, da kommt das Förderbandsystem rein und in diesen Raum, der unter dem Storage ist, kommt dann noch der, ja, ich habe es hier Rechenzentrum genannt. Hier kommen dann nämlich alle zum Beispiel programmierbaren Blöcke rein, die später noch benutzt werden sollen. Die stellen wir auch noch hier rein. Oh, okay. Weil der Raum, weil ich habe sonst nichts für den Raum gehabt, was da noch rein könnte. Und von daher dachte ich mir, ach, na, machst du die da rein, die müssen ja auch irgendwo hin. Und wo machst du denn zum Beispiel Ja, hier unsere, sagte hier mit unserer Schwerkraft und so. Schwerkraft kommt, die mache ich vielleicht sogar in den Empfangsraum rein, weil der ziemlich mittig ist, der da drüber ist, also der hier drüber ist. Stimmt, wo sind wir denn? Achso. Jetzt sind wir auch in einem Raum, der unter dem Empfangsraum liegt, nämlich in Deck minus 1, also unten im Keller. Ja. Hier wird die gesamte Lebenserhaltung sein.
Hier unten, nämlich ja. Lebenserhaltung zwecks Sauerstoffgeneratoren, 2 Stück und 6 Tanks. Aha. 6 Sauerstofftanks. 6 Tanks ist ein bisschen viel, aber wird es symmetrisch haben. Deswegen werden es 6 Tanks und 2 Generatoren. Okay. So, schöne, dann gehen wir. Eine große Glasfront. Ja, ja. Ja. Das Ding ist 3 Blöcke, weil man sich wundert, warum die Etage 3 Blöcke groß ist und die andere nur 2 Blöcke darüber. Liegt daran, dass in der Etage ein paar Sachen rein sollen, die halt so groß sind, dass die in 3 reinpassen müssen. Von daher ist die 3 groß. So, gehen wir da durch, genau, oder fliegen wir da durch, ja, weil gehen ist hier noch nicht möglich, wir haben noch keinen Generator. Ja, hier kommst du raus und da steht einfach nur eine nicht fertige Tür, einfach so, Generator einfach auf freier Fläche. Ja. Jetzt, wo jetzt der Kleine steht, soll später mal ein großer hin. Ja, das ist klar, ja. Aber da der Kleine komplett aktuell vollkommen reicht und wir auch nicht die Komponenten haben für einen großen, steht einfach der Kleine da. Aber da kommt der Große, da kommt natürlich auch wieder eine Etage drüber, wie drüben auch schon. Denn hier unten, jetzt wo jetzt der Generator steht, ist natürlich die Energieversorgung. Hier kommt eigentlich nur ein großer Generator rein, der Rest linksherum ist frei, da kann man dann später vielleicht noch für andere Sachen nutzen, aber erstmal ist hier der Generator hier drin. Jo, okay. Und in welche Richtung soll das Ding jetzt fliegen, sag mal? Fliegen? Das ist eine Station, die fliegt nicht. Achso, du sagtest mit Brücke und hast nicht gesehen. Ja, aber auch eine Station hat eine Kommandozentrale, oder nicht? So, und hier oben in dem Raum, der noch nicht vorhanden ist, über der Energieversorgung kommt dann die gesamte Fabrik rein. Da kommen dann die Raffinerien rein und die Assembler. Und 2 Schmelzöfen. Also 4 Raffinerien, 4 Assembler und 2 Schmelzöfen, genau. So ist es geplant. Da wird natürlich auch die ganze Conveyor da früher auch wieder nach unten gelegt, in die untere Etage. Und so, und lass mich raten, da wieder schweißen. Du könntest schweißen, ja. Es gibt jetzt ja auch noch eine kleine Info, die wir ja nochmal sagen können, weil es ist ja nun mal so, dass ich ja meistens immer nur Sachen irgendwie schweiße und immer nur ein bisschen ausbessern, irgendwelche Beulen korrigieren muss oder so, dass ihr mich ja nur beim Schweißen zuseht. Wir werden es jetzt auch so machen wie beim Landwirtschaftssimulator, dass wir uns auch mal abwechseln jetzt mit den Aufnahmen, dass auch ihr mal die Sicht von dem Ice Dragon sehen könnt, gerade wenn ihr zum Beispiel irgendwas Interessantes baut. Ist es auf jeden Fall mal interessant, da auch mal bei ihm zuzugucken, damit ihr mal auch ein bisschen mehr seht, als wie immer nur dieses dumme Geschweiße von mir. Und von daher denke ich mal, es ist eine ganz gute Gelegenheit, denn auch jetzt, gerade wenn wir jetzt hier den Umbau machen, denn das dann ab der nächsten Folge der Ice Dragon dann mal für euch mal für ein paar Folgen aufzeichnet. Genau. Und wir uns dann halt immer so abwechseln, dass ihr dann halt die Sicht von uns beiden auf jeden Fall mal sehen könnt. So, zweite Sache ist, wir spielen jetzt hier gerade auf dem, das ist jetzt hier Survival Mode noch? Nee, ne? Das ist noch Survival, es ist nicht Kreativmodus, es ist immer noch Survival, du hast immer noch Energieverlust und immer noch Sauerstoffverlust. Okay, allerdings gibt es hier keine Asteroiden mehr, wir haben keine Gegner mehr drin, aktuell haben wir alles deaktiviert. Genau. Wir haben aktuell zwecks des Umbaus die Asteroiden da deaktiviert, damit ich hier in Ruhe umbauen kann, weil wir auch keine Waffensysteme aktuell haben. Wir haben, es gibt eine neue Option, dank des letzten Patch-Updates, es gibt jetzt zufällig erstellte Gegner, Gefechte, wie auch immer. Die habe ich erstmal deaktiviert, weil wäre ungünstig, wenn jetzt hier gerade mal ein Gegner ankommt, der auf uns rumballert zum Beispiel. Wäre nicht so praktisch. Ja. Ansonsten haben wir die Inventargröße von mal 3 auf mal 10 erhöht. Da wird es gerade jetzt hier bei dem Umbau jetzt wieder ein bisschen schneller jetzt. Genau, das heißt, du kannst jetzt 4000 Liter mitnehmen. Ja? Ja, Wahnsinn, geil, da kann ich ja mich voll dicken hier mit. Und dann gibt's los. Du hast über 1000 Stahlplatten rein. Wir haben die Schweißeffizienz auf mal 2 und die Abbau, also die, ja, auch Abbaugeschwindigkeit, also die Abreißgeschwindigkeit auch mal 2. Das haben wir so gelassen, ne? Das war ja noch von dem ursprünglichen, nee, oder? Das hatten wir auf 1 gehabt vorher. Ah, das hatten wir auf 1, okay. Ja. Und ich hatte, um das hier umzubauen, das auch auf 5, sag ich euch gleich. Also auf Maximum alles. Ja, gut, weil wir hatten schneller ja umbauen kann. Wir hatten auch wirklich relativ viel gehabt. Also jetzt in unserem, ja, Klostein war ja eigentlich soweit schon gut gewesen. War ja alles mögliche drin schon, ja. Aber ich hätte mir so vorstellen können, wenn die Kuppe da oben fertig gewesen wäre, dann hätte es wirklich ausgesehen wie so ein riesen Puller. Und hätten wir noch ein paar Eier noch anmachen können. Oh. So, falls du unser Schiff suchst, wir hatten ja ein Schiff. Ja. Dreh dich mal um und guck mal Richtung Asteroid. Ja, Richtung welchen, wa? Das Folge mir. Warte mal, ich hab jetzt komplett die Orientierung da. Ja, ja, ich sehe schon, ja. Da hinten steht's im Asteroiden. Ich hatte das angesagt im Video. Also in der Sonderfolge hatte ich das angesagt gehabt. Das habt ihr dann schon gesehen, wenn das hier online kommt. Dass ich das Schiff umgeparkt habe, zwecks wegen möglicher Asteroidenschläge, damit das sicherer steht.
brauchen wir ja auch jetzt erstmal nicht so dringend das Schiff. Das kann ja hier einfach mal geparkt bleiben. Wie ist denn es eigentlich? Ich meine, du hast mir jetzt ja die Rechte ja weggenommen an dem Kleinraumschiff. Das ist richtig? Ja. Wie sieht's denn aus so mit Luft und so? Luft, genau. Okay, also ich gebe dir... ja. Also Luft geht auf jeden Fall drüben im anderen. Du hast die Flaschen noch, ne? Inventar, ne? Nö, hab ich keine. Ich hab keine Flaschen. Achso, dann hast du die Flaschen vielleicht nicht, weil ich ja die Welt eine neue gemacht habe. Ja, obwohl die eigentlich. Du hattest aber zwei Flaschen eigentlich, ne? Ja, aber mein ganzes Inventar ist irgendwie total umgestellt. Ist dahin. Ja. Okay, also gut, dann kann es sein, dass ich die Welt halt neu gespeichert habe. Und aber in der Fraktion musst du ja noch drin, ja? Musst du reingucken. Ja, da stehst du drin. Hier wirst du mir auch grün angezeigt. Der Schrift und nicht blau oder rot. So, ja, das kleine Schiff ist erstmal gesperrt für dich eigentlich. Dann sollte ich Sauerstoff. Ja, aber hier hast jetzt nichts dran verändert, oder? An was? An dem kleinen Raumschiff hast du jetzt nichts dran verändert. Das Problem ist, dass ich halt das Problem habe, ich habe nicht so ein Denken wie du jetzt hier. Was jetzt das anbetrifft. Dann musst du das lernen. Ja, dann musst du das lernen, das ist immer super. Ich bin einfach mal gespannt, was du denn zusammenbaust einfach. Deswegen einfach mal so. Das erste Ding wird voll Schrott werden. Na, dann ist es halt Schrott, ist doch egal. Dann kommst du in die Schrottpresse und dann ist gut. Aber was? Ich gebe dir jetzt zwecks Sauerstoffversorgung, gebe ich dir das Recht, dich ins Cockpit zu setzen. Okay. Hast du schon? Ich sitze noch drin, also ich will das jetzt aber noch nicht gehen, warte. So. Ich sitze noch drin. Wäre aber schön, wenn du es einfach trotzdem stehen lässt, das Schiff. Ja, ich werde mich jetzt auch gleich um ein kleines Raumschiff kümmern. Während du jetzt hier weiterbaust, werde ich mich dann mal um so. Oder du könntest auch mal sehen, wie du baust. Ach stimmt, ja. Jetzt steigt auch die Oxygen an, ja. Genau. Das ging ja vorher nicht, ne? Es geht nicht beim großen Schiff. Ach so. Das Cockpit beim großen Schiff funktioniert anders. So, okay, danke schön. Weil diese Cockpits haben ja mit dem Sauerstoff-Update auch ein... Wir machen ja gleich. Einen Anschluss ans Conveyor-System bekommen. Es hat unten einen großen Anschluss, hinten und zwei. Und deswegen hängt dahinter auch der Block halt mit dem Oxygen, damit er direkt da reingepumpt wird, so nach dem Motto. Und ist alles verbunden miteinander. Ja, ich werde auch mal gucken, dass ich hier auch mal so eine ruhige Stelle finde für mich, dass ich auch bauen kann. Ja, so ein bisschen abseits, genau. Also hauptsächlich brauchst du Stahlplatten, seid ihr gleich. Okay, also Stahlplatten, ich brauche doch jetzt ja aber nicht so ein, ja doch, also die Kamera, die hätte ich natürlich auch schon gerne, das ist ja klar, ne? Dann, was brauche ich? Du kannst dir ruhig erstmal, du solltest bauen an der Station irgendwo. Naja, ich wollte jetzt hier oben wahrscheinlich hier, wenn das machbar ist. Oder wird's jetzt hier gleich fertig bauen? Ne, ich überlege. Nee, da drüben kannst du. Brauch ja nicht so viel Platz. Du musst ja anfangen mit einem Fahrwerk. Das ist immer das Erste, wenn du ein neues Schiff abbaust. Ja, warte mal. Können wir jetzt ja schon mal anfangen. Guck mal, da brauchst du aber Herstellungskomponenten, ein großes Rohr, einen Motor und eine Stahlplatte. Erstmal Finn, das ist das Ding. Du musst über G und dann hast du unten ein neues kleines Schiff unten rechts in der Ecke. Ach ja, hier. Tatsache. Ja. Ah. Und dann hast du ein Fahrwerk automatisch an der Hand. Genau. Und das musst du, setzt das so, dass es grün ist. Ja, ja, bin ja gerade dabei, ja. Wieso? Es ist nämlich erstmal gelockt auf der Station und fliegt nicht weg, dein Schiff. Weil ansonsten baust du, kannst du auch freier Luft bauen an sich. Oder eher eine Nicht-Luft in einer freien Alsen nach dem Motto. Der Punkt ist aber, wenn du das dann berührst und noch keine Triebwerke und keine Gyroskops dran hast, fliegt dir das Ding einfach weg. Das driftet einfach ab. Okay, das Problem ist, dass ich es jetzt aktuell hier nicht aufsetzen kann. Warum? Er macht hier nichts. Achso, denn du hast den Komponenten nicht dabei. Ach so. Ich hab gesagt, du brauchst ein großes Rohr und Herstellungskomponenten und so weiter. Ja, du brauchst eine Herstellungskomponente, ein großes Rohr, ein Motor und eine Stahlplatte. Man kann doch sonst immer hier so Windmummen. Das Grundgerüst, ja. Aber da die erste Komponente eine Herstellungskomponente ist, da sind keine Komponenten drin. Ja, geht ja schon gut los. Die sind alle im Schiff. In dem großen hinten? Nein, in dem hier. Muss mal gucken, ob du da rankommst. Ich glaube nicht.
Kannst du nicht zugreifen, oder? Auf den Hangar? Nee, Zugriff verweigert, ja. Okay, weil dann muss das ganze Schiff auf dich erstmal. Na gut, aber ich denke mal, wie es denn hier weitergeht, da sehen wir denn in der nächsten Folge. Denn die Folge ist zu Ende, wie gesagt, ab der nächsten Folge. Denn aus der Sicht von dem Ice Dragon, wie wir hier unsere Station weiterbauen. Wir bedanken uns wieder fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr habt schon mal einen visuellen Eindruck hier von unserer neuen The Big Station. Und wir haben sie ja sowieso schon durch die Sonderfolge, die schon vorher kam. Richtig. Und ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, alles gefallen hier mit uns beiden, mit mir und dem Ice Dragon. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Däumchen oder Kommentarchen, einfach reinschreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder zu Space Engineers. Tschüss. Genau. Tschüss.